Schade. Hallo! Oh mein Gott. Wie heißt du denn? Ich heiße Lina, ich bin 15. 15 Jahre alt. Und wo kommst du her? Ich komme aus Dresden. Das war wirklich wunderschön. Es ist immer so schwierig, das zu sagen, warum man jetzt nicht gebuzzelt hat oder was der entscheidende letzte Punkt war, warum ich nicht draufgehauen habe. Für mich war es leider ein Müh zu unsicher. Sonst Rest alles schön. Ich finde, du hast eine unglaublich zarte Stimme und was ganz, ganz Federleichtes und was Berührendes. Aber die Stimme ist für mich, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Stimme ist wie so ein großer Baum. Wenn du die Bäume dir manchmal anschaust, dann fragst du dich, wie können die diese Stürme, ne, manchmal überstehen? Und du fragst dich, warum die nicht umknicken? Und die knicken nicht um, weil sie ganz tiefe Wurzeln haben und weil sie ganz, ganz fest im Boden verankert sind. Und das braucht die Stimme auch, weißt du? Die Stimme braucht, auch wenn sie oben federleicht ist, braucht sie unten eine schöne Basis, weißt du, wo sie fest steht. Und ich hatte das Gefühl, dass das bei dir können die Wurzeln noch ein kleines bisschen tiefer reichen, damit du oben so federleicht klingst, aber das auch noch sicherer schaffst. Wenn du da noch ein bisschen übst, ne, und dich entscheidest, nächstes Jahr nochmal wiederzukommen und hier die Sachsen-Power und zwar zu vertreten. Großen, ja. Du hast bei Voice Kids geübt. Na eben, dann bist du und machst Jahr bei Voice of Germany, machst es perfekt. Viel besser. Ja. Dankeschön. Wir haben noch ein schönes Geschenk für dich. Ich muss dir rüberwerfen. Hier. Okay. Ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ciao, danke schön. Mach weiter so.